das Carpe Diem dieser zuschlagenden, den Kairos nicht verpassenden Athletisierungsexerzitien, die lernt die Katze, wie die Katze die Maus nicht zu verpassen, ist es also nicht eigentlich, was die Fähigkeit der Vergegenwärtigung des Moments ausmacht. Sie verpasst in diesem Handlungsvollzug die Wahrnehmung, die für Wahrnehmung des Momentes auch hin wiederum. Es ist die andere Seite, die den Moment nicht ergreifen will, sondern diesen in seinem immer sich entziehenden, vorüberziehenden Drehmoment gar nicht ergriffen werden will, sondern nur beobachtet werden. Man kann ihn sonst nicht erhaschen, wenn man nicht in der Passivität des Nichthandelns verbleibt, etwa wie der Bogenschütze im Zen genau weiß, wenn er in die Mitte des Ziels sieht und nicht ein wenig daneben aus einem Seitenblick heraus, wird er niemals das perfekte Ziel treffen. Es ist also die umgekehrte Vorgehensweise, dem wegfahrenden Zug nicht hinterherzuhetzen, die Momente, die wie Schiffe des Nachts vorübereilen, nicht hinterher zu schwimmen, sondern einfach an dem Ort verweilend, sich bereits in der Ataraxie zu üben, auf den letzten festzuhaltenden Todesmoment sich vorzubereiten und auch diese unentwegten Momente einzufrieren, Schnitt zu machen, kurzzeitig des Parmenides festzuhalten zu wollen, ohne es festhalten zu können, aber es als Phänomen zu vergegenwärtigen und sich vergegenwärtigen zu machen, es in die Bedeutung der Dignifizierung des Dings zu erheben. Man müsste es also anders formulieren als Carpe Diem, sondern schneide den Tag oder erblicke oder höre, erhöre den Tag. Nein, nicht einmal der Tag, sondern nicht einmal die Minute, sondern die Sekunde, eben den Schnitt, den Ausschnitt, den Abschnitt. Wie heißt der Vokativ von videre, video, vidi? Wahrscheinlich so wie Carpe Diem, vide, secundam, audi, secundam, höre, sehe, schneide den Schnitt. Sekunda ist ja nur der Ausschnitt. Sektio. Das ist nichts anderes als die Übung, immer diesen einzigen Moment, der immer der jeweils ultimative, einzigartig letzte an sich und für sich selber gewesen sein wäre, so einzuüben, dass man den allerletzten Moment tatsächlich für sich bewahrt, denn dieser wird tatsächlich derjenige sein, der nicht durch den nächsten Schnitt oder Schnitter gefolgt sein wird. Wie hieß das gestern in diesem
Text von 24 Stunden aus dem Leben einer Frau, dass die Croupiers mit einer sicheren Bewegung wie mit einer Sense die Gelder, Münzen und Scheine auf dem grünen Tisch einholen oder wie eine kleine Garbe oder sagt der Gerbe wie in dem Gedicht von Victor Hugo dann wieder austeilen den Gewinner aus der größeren Schar der abzumähenden Grashalme. Das wird heute wieder ein warmer Tag zum Glück, wenn die Wolken wegbleiben. Bis mittags gestern erreichte es 20 Grad, dann kamen die Wolken. Es ist noch Dunst oder Sahara-Staub. Sonst würde die Sonne nicht so silbrig gleißen. Die Sonne scheint, die Vöglein singen. Ein schöner Tag, sich wieder mal umzubringen.